Ja, ich bin jetzt 3 Monate über 80. So sitze ich auf meiner Couch, aber wenn, dann nur spät abends, sonst bin ich im Wasser. Das Schwimmen ist eigentlich das Wichtigste neben meiner Frau für mich. So 5.000, 6.000 Meter kommen in der Woche durchaus zusammen. Hier in OWL bin ich nun mal und in Bielefeld bin ich der älteste aktive Schwimmer. Schwimmen ist natürlich für den Körper sehr gut, ist gut für den Kreislauf, verhindert, dass ich Diabetes kriege und hat so viele Vorteile. Die Ernährung ist für mich ganz wichtig. Ich fange an beim Eisbein und höre auf bei einer dicken Sahnetorte. Nee, also ich esse ganz normal. Wichtig ist eigentlich, dass man nicht im Wartezimmer sitzt, sondern dass man wartet, um ins Wasser zu springen. Vor 3, 4 Tagen hat man mich wieder mal für 69 geschätzt und da bin ich immer sehr zufrieden drüber. Wie bleibt man fit? Das ist sicherlich anders, als du es jetzt denkst. Ich bin ein unheimlich fröhlicher Mensch. Ich versuche einfach nur zu leben. Und viel Spaß an allem Neuen und versuchen, das auszuprobieren. Und das ist viel, viel wichtiger als alles andere. Und damit kann man dann auch im Sport was erreichen, wenn der Körper ausgeglichen ist und man dann ja, sich seine Ziele setzen kann, die man dann auch erreicht. Da mein Leben aus Zielen besteht, nicht nur im Schwimmen, auch im Beruf und in allem, habe ich das Ziel Altersklasse 100. Immer aktiv. Was anderes hat keinen Sinn. Ich komme gleich ins Wasser.